Meinst du, Matrix der Welt, das passiert, wenn du die stärkste Drohne der Welt nimmst? 5 minus M-E-O-L minus D-M, keine Ahnung, ich hab einen Dumm. Ich hab die stärkste Droge der Welt genommen. Das war ganz schön krass. Ja, jawohl! Das wird wieder so ein Video! Dieses Video dient zur Aufklärung. Ah, jawohl, Tomatelix! Ausdrücklich dazu gezeigt, es nicht nachzumachen. Ich werde es nachmachen, nur wegen dieses Videos. 5-Meo-DMT gilt als die stärkste und intensivste psychedelische Substanz und wird auch als Gottesmolekül bezeichnet. Geraucht hält die Wirkung nur ziemlich kurz, zwischen 15 und 30 Minuten an. Es war eine der krassesten Erfahrungen meines gesamten Lebens. Jawohl! Der potenteste Psychedelix auf dem Planeten hat sich wirklich angefühlt wie Sterben. It felt like God ripped my soul out. From my body. Jetzt will ich es auch machen, aber die doppelte Dosis, die mir empfohlen wird. And catapulted me. Ich sehe schon, wir beginnen Kriegsverbrechen im Kosovo, Alter. Das wäre krass, krass zum Matrix-Video. Origin of creation. Oh. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist so alles am Brennen. So oh, Hölle. Ja, wo ihr Gefühl gehabt. So. Und dann wieder so. That's probably the most terrifying experience I've ever had on psychedelics, because it felt like death. Der Wirkstoff kommt sowohl in manchen Pflanzen als auch im Menschen natürlich. Jungs, meint ihr, wir sollten alle gemeinsam eine Überdosis davon nehmen? Boah, bekannt ist er aber vor allem als Sekret der Colorado-Kröte. Colorado-Kröte, die sieht auch so aus wie Colorado. Mittag, so stelle ich mir Colorado vor, wie die aussieht. Bufo alvarius genannt. Es gibt immer wieder Menschen, die an diesen Kröten lecken, um einen Trip auszulösen, selbst bei den Simpsons. Das ist aber völliger Quatsch, durch das Lecken wird kein Rausch ausgelöst. Um an das Sekret der Colorado-Kröte zu gelangen, muss diese gemolken werden und dieser Prozess ist äußerst stressvoll für die Tiere. Ich wollte gerade sagen, das sieht krank qualvoll aus, Doc. Denn eigentlich dient das Gift zur Abwehr. Auch die steigende und damit immer größer werdende Entnahme sowie der Verlust von Lebensraum gefährden die Population der Kröten. 5-Meo-DMT kann aber auch im Labor hergestellt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass... Willst du mit mir Kröten? Gehen. Risa, stell dich vor, ihr habt ein Date, Bro. Erstes Date, Colorado-Kröten melken, Digga. Das ist kranker Scheiß. Indigene Völker in Südamerika Pflanzen verwendeten, die 5-Meo-DMT enthielten. Die isolierte Substanz wurde jedoch erst im 20. Jahrhundert entdeckt. In jüngerer Zeit wird 5-Meo-DMT vor allem als Mittel für persönliches und spirituelles Wachstum eingesetzt. Es gibt kommerzielle Retweets, in denen Menschen mit Hilfe der Substanz... Ich glaube, ich habe da vorhin schon mal ein Video gesehen von... wie hieß denn der? Irgendwas mit Weben. Verändernde Erfahrungen machen wollen. Aber auch die Wissenschaft interessiert sich für 5-Meo-DMT. Es soll bei der Behandlung von Depressionen, Angstzuständen und posttraumatischen Belastungsstörungen helfen. Ich glaube, das sind alle so neumodischer Quatsch. Ich sag Mindset, doch einfach mal gesund sein, Mindset. Andrew Tate auf die 1. Mich fasziniert 5-Meo-DMT schon seitdem ich das erste Mal davon gehört habe. Einfach weil die Erfahrungsberichte so extrem und... Jawohl, sterben! Das wollte ich auch schon mal machen. Ja, sterben auf den... vorstellbar klingen, aber lange Zeit war ich unsicher, ob ich das selber ausprobieren möchte. Aber ich habe in den letzten Jahren einige Erfahrungen mit verschiedenen Psychedelika gesammelt und dabei auch immer eine Menge über mich selber gelernt. Deswegen frage ich mich, was 5-Meo-DMT mit mir macht. Wie fühlt sich so ein Trip an? Warum reizt das so viele Menschen? Und kann das Ganze nicht auch gefährlich werden? Wenn ihr vielleicht nicht unbedingt andere Bewusstseinszustände erforschen wollt, aber... ich möchte ganz gerne das, was da hinten bei dir ist, erforschen, Tomatelix. Aber dafür das Internet, dann ist der Sponsor des heutigen Videos etwas für euch, NordVPN. Oh! Ja, NordVPN verschlüsselt nämlich... Was ist ein NordVPN? Habt ihr schon vorhin schon mal gehört? Ich glaube nicht. ...den Datenverkehr und eure IP-Adresse im Internet. Darüber hinaus gibt es auch einen eingebauten Bedrohungsschutz. Dieser prüft... Wie immer glotzt im Intro. Ja, ist geil, Digga. ...auf Viren und blockiert bösartige Webseiten... Ich bin ja eine böse Webseite, der blockiert Außerdem mich. Stoppt der Webtracker wie Cookies, um eure Privatsphäre zu schützen. Eine weitere Gefahr... Und wieder 300k in seinem Bag. Internet lauert sind da... Ich würde mich wirklich interessieren, wie viel verdient er damit? Also wie viel gibt ihm diese Ad? So kann es zum Beispiel passieren, dass jemand in den Besitz eurer Passwörter kommt, aber auch hier kann euch NordVPN helfen. Der Darkweb-Monitor durchsucht für euch regelmäßig bekannte Hackerbörsen, Daten irgendwo auftauchen. Am sichersten ist es aber natürlich, wenn man sein Passwort regelmäßig ändert. Ich glaube nicht an Passwörter. Falls generieren lässt. Das geht auch mit dem Passwortmanager von NordVPN. Wenn ihr NordVPN... Ey Jungs, was ist euer Lieblingspasswort? Könnt ihr mir das mal rückwärts reinschreiben, euer Passwort? Also ich will mal gucken, ob ihr das könnt. Mal ausprobieren wollt, gibt es auf nordvpn.com/... Digga, warum? Er macht so diesen Entrepreneur-Blick. Ja, ich habe einen Schneeball-Scam-Firma gegründet, aber ich habe ein seriöses Profil. Guck mal, ich trage Rollkragenpullover. Muss richtig sein.
Marto legst immer den besten Preis. Digga, Redrick, das ist ein Scammer-Foto. Das ist ein Straight-up-Scammer-Foto. Ihmchen hier ist crazy. Aktuell bekommt ihr beim 2-Jahres-Paket 4 zusätzliche Monate geschenkt. Boah, das ist mir scheiße. Ja, ist gut, weil ich... Geld-Zurück-Garantie könnt ihr NordVPN auch erstmal ganz risikofrei testen. Ich den Link zu NordVPN findet ihr... Nee, nichts Risiko. Ich hab HIV. Wie immer in der Videobeschreibung. Eine 5-Meo-DMT-Erfahrung ist nicht ganz ungefährlich. Deswegen ist es besonders wichtig, jemanden dabei zu haben, der sich gut mit der Substanz auskennt. Am besten einfach irgend so random, irgend so ein Crack-Abhängigen. Und du gibst ihn Crack, damit er dabei ist. Und auf mich aufpasst. Deshalb aber du gibst ihn nicht genug. Treffe ich Rudi. Er begleitet seit vielen Jahren Menschen bei ihren Psych... Ah, Jungs, das sah ein bisschen so aus, als würde er jetzt wirklich mal nicht die Hand geben wollen, aber deshalb Rudi wollte mehr. Guck mal, check ihn mal. Er begleitet seit vielen Jahren Menschen bei ihren psychischen Erfahrungen. Nice to meet you. Rudi! This is my place. This is the Lake of Joy. Warum begleitest du Menschen? Lake of Joy klingt so ein bisschen Sekten-Shit, wo dann Leute am Meer ermordet werden, aber davor ist so ein Orgien-Shit. Bei psychedelischen Erfahrungen? My firm belief is that psychedelics can help mankind. We have at the moment many problems on the planet, but psychedelics can help with bringing a universal consciousness to man and the realization that we're here to help each other. Not to help ourselves. Heute soll es ja um 5-Meo-DMT gehen. Was jawohl! Kannst du mir über die Substanz erzählen? 5-Meo. Digga, Jungs, das war so geisteskrank synchronisiert, holy shit. Meint der, hat gerade wirklich Deutsch mit dem Typen gesprochen, meint er? Is a fascinating substance. I think it's one of the most in-depth, intrinsic and dynamic experiences you could have on this planet. It's a sacred experience as well. But then 5-MeO also helps with so many different conditions with people. It will help with treatment-resistant depression. It can help with stammering, stuttering, cluster headache. Lots of people come for childhood trauma. There are many, many conditions, particularly mental conditions that can be helped through 5-MeO. Mental illness auf an incredible substance. Und was würdest du sagen, auf was für eine Erfahrung sollte ich mich jetzt heute einstellen? First of all, it will grab you by the scruff of the neck, like this, and it says, come with me! And it will just slingshot you then to the center of the universe. Jetzt will ich es nehmen, jetzt will ich das Zeug nehmen. You float around in this feeling of bliss and awe and wonder and this being one with everything. Then you suddenly open your eyes. You see that you are staring into the face of God. And in a final twist, you realize it's a mirror. That's 5-MeO-DMT. Was genau ist 5-Meo-DMT eigentlich? Also 5-Meo-DMT ist... Digga, den hat er immer, oder? Also Rita, den hat er immer. Das ist doch immer vom gleichen Fenster. Das ist bestimmt nicht so, aber den hat er immer. 5-Methoxy-NN-Dimethyltryptamin. Das ist verwandt mit dem psychedelischen DMT, was man ja unter anderem auch aus Ayahuasca kennt. Kannst du den Rausch auf irgendeine Art und Weise beschreiben? Wenn man... Fortnite. Sehr viel Fortnite. 5-Meo-DMT raucht, also inhalativ aufnimmt, wirkt es mehrere Minuten, also meist unter einer Stunde. Und das ist immer der gleiche Raum. Ich sag, der hat den auch nie rausgelassen, Bro. Der war da immer stuck. Tomarix hat ihn einfach so fest angelegt, das ist zu der Zeit. Deometoloxin jetzt. Das ist halt eine sehr Scheiße. Intensive Erfahrung. Das sieht gruselig aus. Das ist weniger. Aber so sieht der, also Redux, das sieht halt aus wie Tagesschau. Na, ohne Kenia, Hungerskrise, Kenia, die Pandemie, die Seuche, Ui, checkt ihr? Bunt, psychedelisch, war jetzt einfach so eingesetzt, aber assoziativ, Sudan, wie man es von DMT kennt. Aber es ist schwierig zu beschreiben, weil es halt doch ein sehr intensiver Rausch ist. Man ist mit also sich selbst... Man sieht wirklich aus, als würde man einfach suffocate, Bro. Beschäftigt. Also es ist kein Rausch, mit dem man irgendwie irgendwo hin tanzen gehen kann. Man hat dann schon, ich sag mal, so eine sehr intrinsische Wahrnehmung. Okay. Und kein Plan, was intrinsische Wahrnehmung ist. Wollte ich ganz kurz recherchieren, sag ich so, wie es ist, Digga. Intrinsische Wahrnehmung! Wird im Sinn des Organs selbst verursacht. Ah, doch, das habe ich sogar mal gelernt. Also man spürt dann seine Leber beispielsweise. Weiß, die Leber ist es down. So, willkommen an der See der Freude. Yeah, nice. Ja. Yeah, really nice place. Usually we use this chair because it's very comfortable. This is the... The normal die haben starting ja auch schon ausgesetzt, ne? Also die Kopflehne, Bro, da waren Leute. And then you can go into take-off mode. Okay, all right. We use synthetic 5-MeO-DMT here. I will not use the natural venom, which is milked from the toad. Wichtig. The venom itself, the little flakes of venom that you get
only between 15 and 25% of it is actually 5-MeO-DMT. The rest is other particulates that you particularly don't want in there anyway. Whereas with the synthetic, I can very accurately dose 15 or 16 milligrams. And because it's the pure molecule, so we know exactly how much you're having there. Dosage is essential. A milligram of this, either way, makes a big difference. Wie sollte man sich denn am besten auf einen 5-MeO-DMT-Trip vorbereiten? I recommend people to spend the sort of week beforehand. Am besten direkt danach zur Arbeit gehen, direkt bei der Arbeit nehmen, beim Geschäftsmeeting. Coming to me in nature. I think it's also better if you don't watch any current affairs programs, any news. It doesn't matter whether somebody's just assassinated. Und dabei guckt man sich, real talk, dabei guckt man sich IS-Geiselvideos an. Auf die Eins. President Trump, it doesn't matter. Forget all that, because this is about an inward journey. This is about discovering things within yourself that you didn't previously understand. Udi hat mir gesagt, dass ich noch mal eine Runde den See drehen soll, einfach so ein bisschen runterzukommen. Und ich muss sagen, ich bin schon echt aufgeregt. Also irgendwie ist das ja einfach so die krasseste Droge, die ich bisher ausprobiert habe und wahrscheinlich auch die krasseste Droge, die ich jemals nehmen werde. Ja, ich habe halt auch schwach immer nach den höheren Zielen greifen, sei ein Löwe. Du bist nie am Ziel angekommen. Ganzen Videos gesehen und das sieht halt schon heftig aus. Es wird auch empfohlen, dass man sich eine Intention setzt, mit der man irgendwie in diese Erfahrung reingeht. Ich habe lange überlegt, was das bei mir sein könnte. So ein Ding, über das ich immer wieder nachdenke in letzter Zeit, ist eigentlich, wer ich eigentlich bin. Weil ihr kennt jetzt den Felix hier aus den Videos. Bruder, ich wusste nicht, dass Bro Felix ist, Digga. Für mich ist Tomatenlix der Drogenmann. Der Drogenmann und der Orgienmann. Das ist für mich Tomatenlix. Aber er ist sehr guter. Der ist sehr, sehr gut dabei. Ist der irgendwie. Also, falls euch gefreut hat, wer ich bin, habt ihr nicht. Ich weiß, aber charakterlich einfach schrecklich. Sachen ausprobiert und also, so. Also, ich fühle mich selber Redox scheiße, sag ich so. Und das bin selbst, dass den hier verarbeitet. Komm, hör die. Ich auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber September? Halt nicht nur. Und auch nicht irgendwie im Privaten den ganzen Tag. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in letzter Zeit oft mehr Felix Tomatolix bin als der eigentliche, tatsächliche Felix. Weil das wäre gut, wenn ich mehr die Multibande wäre, statt Matti, sage ich so, wie es ist. Ich mich natürlich super viel mit YouTube beschäftige und da gerade sehr viel Zeit und Energie reinstecke und das auch super viel Spaß macht. Jetzt habe irgendwie überhört, wer gefragt hat, Digga. Aber nein, ja, ich glaube, dass so ich selber da manchmal so ein bisschen zu kurz komme. Ich glaube halt, dass ich schon so ein kleiner People-Pleaser bin und es oft irgendwie anderen recht machen möchte, aber dann nicht so richtig darauf achte, was ich selber eigentlich will und was ich richtig finde. Deswegen vielleicht so ein bisschen die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer will ich wirklich sein? Ja, solche Gedanken. Hab auch ich. So the next step auch er, der große Matrix, ich liebe den Bruder. Really is for me to prepare your dose. We'll have a handshake dose first of all, just to see how you get on with 5-MeO-DMT, see if there's any adverse reactions, just to see how you react. After maybe half an hour, 45 minutes, we'll give you a full dose. But, das wäre ein gigantischer Joint. Also kein, ist das das Ding, was er smoked? We're gonna do the smudging. Nee, keine Ahnung, was das ist, Bro. I get Breeder to smudge me as well. This is about purification. It protects you from. Ja, okay, das heißt, so Redox, so, wie heißt das Shit? Wie heißen das, Jungs? Wir haben die Tabletten Globally Shit, ist das. Any entities that might want to enter you while you're in a vulnerable state. Get yourself comfortable. Ja. Alt, ganz gut, Recherche. Ja. Sieht man das eigentlich, wenn ich was mache? Scheiße. In a vulnerable state. Ja, sieht man. Get yourself comfortable. Ja. Jawohl. Okay, so there's that. You just need to say the words into the smoke. Okay, wir starten jetzt mit der Intention, also was ich mir für diese Erfahrung vorgenommen habe. Digga, meine Sternschnuppe. Die Sternschnuppe sagt schnell deinen Traum, aber verrate ihm nicht. Ich will, dass deine Eltern sterben. Oh Mann. Und ist, wie kann ich mehr ich selbst sein und ehrlich zu mir selbst sein? Ich möchte erleben, was mir die Substanz zeigt. Ja, hat sich Zettel gemacht, das ist irgendwie cool. Wovon ich mich befreien möchte, sind die Sorgen, was andere Menschen von mir denken können. Ich liebe Tomatenlix. Gut, mein Lieber.
Also jetzt geht's los. Sancho? Jetzt beginnen wir mit der Handshake-Dosis. Das heißt, wir starten jetzt mit einer ganz, ganz kleinen Dosis, einfach mal um zu schauen, wie ich und mein Körper darauf reagieren. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, ob jetzt schon irgendwas passiert, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Welche Risiken bringt da der Konsum mit sich? Man leckt keine Kröten. Das ist irgendwie ein Mythos, der ist irgendwann mal entstanden. Das Sekret von diesen Kröten, wenn man es quasi von Kröten gewinnt, wird geraucht. Das ist auch wichtig, weil da sind nämlich herzaktive Glykoside drin und die können halt ziemlich kardiotoxisch wirken. Wenn du, Digga, ich hab keinen Plan, was du sagst, Digga. Sprech dir die einfachen Leute, sprich in mich, ich will das verstehen, was ist heißt kardiotoxisch, Digga. Die nicht durch die Hitze zerstört werden vom Rauchen. Deshalb nie Kröten lecken. Ansonsten. Doch, doch, er hat Kröten lecken, er hat sich versprochen. Ich bin Experte, vertraut mir. Sind natürlich am Knall, das sind natürlich die akuten Risiken. Weil man ist halt wirklich. Die akuten Risiken, du bist akut hässlich, komm. Für etliche Minuten nicht mehr zurechnen. Und natürlich auch eine Gefahr für sich, wenn man nicht in einem sicheren Umfeld konsumiert. Das heißt, idealerweise auch mit dem Trip-Sitter. Am besten der beschissene Straße, du kennst so richtig dunkel mit so richtig so zwielichtige Gestalten, die alle Messer haben. Die haben alle Messer, aber nicht so richtige, die haben nur Teppichmesser. Good facilitator. Dann mach die zu einem Teppich, checkst du? Der schneidet schön deine Haut ab, dann wirst du als Teppich verkauft. Wegen Gomme, der hat gesagt, die sollen es tun. Gomme sagt, schneid automatisch mit einem Teppichmesser die Haut ab. Always expect the unexpected. So you have to be ready for anything. You have to be ready for the person you're facilitating to jump up out of their chair and run out of, try and get out of the room. You have to be ready for people to start trying to fight you. You have to be ready for people to be screaming at the top of their voice. You have to be absolutely ready for people to get up, start dancing around the room with you. I will only lay hands upon people if they look like they're in danger of hurting themselves. Otherwise, I will. Dann gibst du ihnen ein Küchenmesser in die Hand, vertrauen. Move around with them and try and help them to prevent them from hurting themselves. Aber grundsätzlich ist es so, dass fast alle Substanzen, wenn die in hohen Dosen regelmäßig konsumiert werden, halt auch Leber, Niere, Herz, Gehirn und so weiter schaden können. Da ist wahrscheinlich 5-MeO-DMT keine Ausnahme. There have been reported deaths. Ich kenne schon Malik, so einfach zwei und völlig tot, weil er einfach so übelst vercrackt, alles genommen, was da gibt, was gab. With Brechervideos. 5N for MEO use. And they were all with patients who had pre-existing heart issues. Der eher sporadische Gebrauch in moderaten Mengen scheint relativ sicher zu sein. Auch im Hinblick darauf, dass es auch schon die ersten klinischen Studien gibt, wo 5-MeO-DMT genutzt wird. Put it to your lips and then you hold it down as long. Ja, das sieht richtig aus, als würde er so E-Zigarette puffen, Bro. Das sieht so krank uncool aus, Instrument. And I'll just gently move you back onto your chair. Keep sucking. Ich habe das Ganze geraucht, bin nach hinten gekippt und dann ging es auch schon los. Was dann passiert ist, war wirklich krass und ich kann das gar nicht in Worte fassen. Sorry, ich wollte gar nicht husten, ich habe angehalten, um zu husten. Nee, ich finde es wirklich krass, dass sowas gibt, Digga. Also, du nimmst was, dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne. Das ist irgendwie kranker Scheiß. Also, das ist anders. Also, wir haben ja schon Dings gesehen, was ein bisschen passiert im Pre-Intro. Ich hatte die Augen geschlossen, aber habe nur noch weiß gesehen. Also, das war wie so ein weißer Flash. Also, so super helles, weißes Licht. So hell, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das war wirklich einfach so. Das sind ja Drogen, hä? Ja, klar, aber irgendwie finde ich das krass, dass sowas gibt. Nimmst das ein, dann passieren solche Sachen. Als wäre das gerade das Nichts. Also das ultimative Nichts. Es gibt nichts anderes außer dieses. Das sieht da meine Existenzberechtigung da. Das helle weiße Licht. Das war so ein Gefühl wie Achterbahnfahren, aber keine normale Achterbahn, sondern so eine Lichtgeschwindigkeit, ultraschnelle Achterbahn, als würde ich so ins Universum geschossen werden. Ach, ja, ja. Hui. Hui! Er sagt Hui! Hui! Das hat sich schon sehr intensiv angefühlt, aber nicht negativ. Broski ist am Huin, Digga. Sondern eigentlich ganz angenehm. Ah. Zwischendurch war das Körpergefühl schon so krass, dass so eine leichte Übelkeit in mir aufgekommen ist. Aber ja, die hat dann auch wieder nachgelassen. Hui. Ja, Hui, Digga! Ist das geil! Ah.
Nach einer Zeit habe ich mal die Augen aufgemacht und das war dann komplett unwirklich. Also es war so traumartig. Ich habe so ein paar geometrische Muster gesehen und ich weiß noch, wie mich Rudi angeschaut hat und Rudi! Sich das einfach komplett unreal angefühlt hat. Es sah alles so merkwürdig aus irgendwie, aber auch interessant. Alles kribbelt. Kein verständiger Altgrübel. Mein Körper hat so richtig vibriert, also es hat alles gekribbelt. Und das hat sich Fliege, Bro, die so angefühlt, als würden so ganz viele Schwingungen irgendwie durch meinen Körper fließen. So richtig rot, guck mal, Tomatenix! Und irgendwie habe ich so richtig viel gefühlt. Also ich musste ein bisschen... Ich habe noch nie gefühlt, ich soll das auch mal probieren. ...lachen, aber auch so ein bisschen weinen. Und das war so intensiv irgendwie. Also als würde ich so alles, was man so fühlen kann, auf einmal fühlen. Also als würde ich so richtig das Leben gerade spüren. Das ist schwer zu beschreiben. Aber es war auf jeden Fall angenehm. Also irgendwie hat es Spaß gemacht und ich habe so Freude empfunden dabei. Als diese starken Effekte langsam nachgelassen haben, ist so ein richtiger innerer Prozess losgegangen. Also ich habe voll über meine Intention nachgedacht und habe versucht, mich selber zu analysieren, was ich irgendwie anders machen könnte in meinem Leben. Ich glaube, gerade dafür ist es schon gut, sich so eine Intention zu setzen. Also dass man das nicht einfach nur just for fun macht, sondern dass man direkt just for fun schon. Versucht irgendwie Erkenntnisse. Ich finde automatisch diese falschen Weise, hört nicht auf ihn. Auszuziehen, weil ich irgendwie in so einen Zustand gekommen bin, wo ich ganz anders über mich selber nachdenken konnte. Nach ungefähr 11 Minuten war das Ganze vorbei und ich bin wieder in der Realität angekommen. Ja, crazy. Willkommen zurück. Dankeschön. Dankeschön. Hui. Ah, ja, hui! War auf jeden Fall crazy. Und das war jetzt die Handshake-Dosis. Ja. Also wenn das jetzt quasi das Randtasten war, ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt noch passieren soll. It's wow, isn't it? It's a really experience yourself, right? Yes, yeah. Because that's the most important thing, is to be yourself. There is no wrong. Doch. Everything is right. Ah, weiß nicht, ob alles richtig ist, keine Ahnung. Also vom Ding her, Zweiter Weltkrieg, auf der... Look like you're in a good place for most of it. Es gibt kein Falsch, ist alles richtig. Yeah. Mm-hmm. Hat Rolf gesagt, es muss stimmen. Towards the end you started getting a little bit tearful, but that's normal. Mm. You think you'll be okay on the higher dose? Yeah. Jawohl, ja, nimm noch eine Dose, sehr wichtig. To do the next dose, if you wait an hour or whatever, however much time you feel you need, come back down to earth completely, because I know it still feels a little strange. Yeah. Wie andere Psychedelika hat auch 5-MeO-DMT ein therapeutisches Potenzial, insbesondere bei Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Die wissenschaftliche Forschung ist zwar noch relativ jung, sieht aber vielversprechend aus. Gerade läuft zum Beispiel eine groß angelegte klinische Studie, an der auch einige deutsche Forschungszentren und Kliniken wie die Charité teilnehmen. Dabei wird 5-MeO-DMT bei depressiven Erkrankungen eingesetzt, bei denen schon mehrere andere Therapieansätze gescheitert sind. 5-MeO-DMT ist besonders spannend, weil es im Vergleich zu anderen Substanzen wie Psilocybin oder LSD deutlich besser wirkt. Also eine 30-minütige Sitzung kann besser betreut werden als eine 10-stündige LSD-Erfahrung. Was aus den Studien herauskommen wird, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, 5-MeO-DMT in einem therapeutischen Kontext zu nutzen. Jetzt bekomme ich die volle Dosis 5-MeO-DMT. Also das sind jetzt 12 Milligramm. Nimm 24, sei ein Alpha, nimm mein ganzes Stack. Mach Bass in der Hungerspiele glücklich. Ich habe die volle Dosis 5-MeO-DMT inhaliert und dann ging es auch schon sofort los. Und das, was dann passiert ist, habe ich gar keine Erinnerung mehr. Und ich sag euch, es ist ganz schön gruselig, das zu sehen. Er holt! Er ist so ein Champion! Das ist so krass, wie meine Stimme vibriert. So, ich weiß nicht, ob ich darüber lachen kann, ich weiß nicht, aber es ist so ein bisschen schön schweinewitzig. Also man merkt wirklich, wie der ganze Körper in Schwingung versetzt wird. Digga, er ist so am Huim, Bro. Usually the legs are the first to show those signs. Hui! And so your legs will start to vibrate. Boah, ich liebe diese Schamanics-Videos. Then the rest of your body will start to vibrate at the same frequency as the universe vibrates, and then that's when ich glaub, das stimmt nicht. And you get to feel at one with the entire universe. Ah.
first 5 minutes. Oh, ich liebe den Matrix! Ich liebe den Bruder so sehr! Bro, die Leute, die gefilmt haben, die Stimme stand noch so da. Digga, scheiße, Bro, was machen wir? Was machen wir jetzt, Digga? Approaching the peak of the trip. Aber Redex, er sieht aus wie ein erwachsenes Baby, Bro. Digga, er braucht Milch, er will einfach schlafen, Digga. Er hat Unfall. You come down and you come down just as quickly. And the descent can be a quite scary experience because it feels like you're hurtling back to the planet. Oh, zensier doch, Bro! Bro, er denkt! Und so sind ungefähr die ersten 15 bis 20 Minuten des Trips vergangen und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also das ist irgendwie ein bisschen schade, aber es scheint auch ganz normal zu sein, dass man sich daran nicht mehr erinnern kann. Also viele Menschen berichten von einer Bewusstlosigkeit, von einer Amnesie, von dem Erlebten. Das ist ein bisschen schade, aber ja, es sah auf jeden Fall intensiv aus. Also ich bin irgendwie in den Ursprung des Universums zurückgegangen oder sowas. Also das war wirklich pures Sich-Selbst-Erleben. Also ich bin so in mich gegangen und habe mich selber, meinen Körper so sehr gefühlt wie noch nie. Der hat ja alle Drogen getestet. Es gibt bestimmt 30 Videos. In meinem Leben. Und das war einfach nur so reine Existenz. Sowas ganz... In den scheiß Monstream für Content. Meint er, bin ich endlich unterhaltsam? Ursprüngliches, sowas ganz Inneres. Er sitzt da! Ja, wie er guckt! Wie Homie guckt, Digga! Wir wüssten auch nie. Okay. Ich habe mir dann so die Umgebung angeschaut. Ich glaube, ich denke nichts. Und alles war so wunderschön, so magisch irgendwie. Also, es war irgendwie. Fenster, bist du noch im Streamchat? So richtig geil, sich irgendwie alles anzugucken und alles wahrzunehmen. Es war wirklich so, als wäre ich quasi gerade so neu geboren worden und würde alles so zum ersten Mal sehen. Guck dich das an, ist das geil. Ich darf auch... Muss doch teuer sein mit Aussicht. Na, der macht das für einen Kronensieg. Ich kann auch aufstehen. Ich bin dann aufgestanden und habe mir alles ganz in Ruhe angeschaut. Und Alter, ist das geil! Das sah irgendwie voll interessant aus. Also überall waren so psychedelische, geometrische Muster. Es war alles so traumartig, aber so schön. Einfach, es war alles so richtig schön. Dann bin ich irgendwie in den Garten. Ich würde abhängig werden, sei es wisst, ich bin jetzt schon abhängig. Gelaufen und habe mich da noch so ein bisschen umgeschaut. Das war auch alles interessant. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, reicht mir jetzt auch. Ich lege mich wieder hin. Ich habe mich dann wieder hingelegt und habe angefangen, super intensiv über meine Intention nachzudenken. Und das war wirklich ein längerer Prozess. Ich bin verschiedenste Situationen durchgegangen. Aber ich glaube schon, dass ich dabei so die ein oder andere Erkenntnis hatte und so ein bisschen was für mich mehr selber da rausziehen konnte. Irgendwann war der Trip dann vorbei und ich bin wirklich wieder im Hier und Jetzt angekommen. Okay. Nie im Leben kann ich das jetzt beschreiben, was ich gerade gesehen habe oder erlebt habe. Habe ich gekotzt? Klein bisschen. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Was? Ja, aber guckt es euch an! Ist das geil! Was? It's all in there. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich übergeben habe. Jetzt verstehe ich, warum mein Mund sich so ein bisschen trocken anfühlt und so. Dann hat Rudi mit mir so ein kleines Nachgespräch geführt und ist mit mir nochmal so ein bisschen chronologisch meine Erfahrung durchgegangen und wir haben einfach so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe versucht, das Ganze... Super cool, du machst so nach dem Video, wir spielen dann Problem mit Fenster. ...erlebte irgendwie so ein bisschen einzuordnen, weil das einfach, ja, schon eine Erfahrung ist, muss man sagen. It's like a dream almost. Kotz ist Toss? Na Jungs, Tomatenlöch, bei dir ist noch nichts Toss, da kriegen wir noch nie Ärger, oder? Mein letztes Video wurde auch gesperrt. Ich habe einen Stripe bekommen, ist nicht gut, Jungs. Disappears. Gegen Community-Richtlinie verstoßen, tote Nummer. Aber bei Tomatenlöch ist doch alles cool, oder? Just as soon as you come back, it's very difficult to hold on to where you've been and what you've done and what you've seen and how you experienced it. Also jetzt, wo ich das Ganze im Nachhinein sehe, muss ich sagen, dass das schon ein bisschen erschreckend aussieht. Es wirkt halt wirklich so, als würde ich sterben auf irgendeine Art und Weise. Bro, wenn du so stirbst, dann ist das ganz anders, Bro.
glaube, das bin ich auch. Also zumindest mein Ego ist in diesem Moment gestorben. Ich kann euch aber versichern... Also ja, das war actually kein Witz. Ja, ich am Community Strike auf meinen Namen bekommen. Ist nicht gut, Digga. Dass es mir währenddessen und danach auf jeden Fall gut ging. Thank you very much for Rudy. Your time today. Thank you. Thank you very much. Es ist auch richtig krass, wie die Tage nach der Erfahrung waren, weil sowas habe ich auch noch nie erlebt. Es sind wirklich immer wieder so kleine Flashbacks gekommen und ich hatte das Gefühl, den Trip nochmal wieder zu erleben. Also wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich irgendwelche Muster gesehen. Ich habe mich plötzlich so ganz anders gefühlt. Auch beim Einschlafen hatte ich richtig Probleme, weil wenn ich meine Augen zugemacht habe... Also nicht mein erster Strike, aber es ist auch keiner aktuell der einzigste. Aber ich hab schon mehrmals Strikes bekommen. Ich glaube, ich mache das seit 7 Jahren. Es wäre verwunderlich, wenn ich. Aber ich glaube, im Hauptkanal noch nie. Hauptkanal habe ich noch nie einen Strike bekommen. Anna, die ganze Zeit irgendwelche Muster. Und ich habe irgendwie wieder so Sachen gefühlt, die ich in der Erfahrung gefühlt habe. Und ich habe teilweise wirklich gedacht: Scheiße, diesmal habe ich wirklich übertrieben und das geht jetzt nicht mehr weg. Also das war schon ein bisschen gruselig. Gleichzeitig habe ich mich aber auch so gut gefühlt wie noch nie. Also ich bin so durch die Gegend gelaufen und habe gedacht oder mich so gefühlt, als wäre ich so der Main Character. Digga, ab Red-Syndrom, Jungs, jetzt wisst ihr, woran das liegt, Digga. M-E-D-O-E-M-P, Alter. Sagt man ja immer so, meines eigenen Lebens. Und es war alles... Ich sag, es ist jeder einzelne Streamer, der hier drauf reagiert hat oder Streamerin, hat genau den gleichen Gag gebracht. Real Talk, jeder hat den Upper Red Gag gebracht, sei es so richtig schön und ich habe mich so richtig lebendig gefühlt. Also so lebendig. Hast du weniger Clickbait machen in Discord, treue Video-Thumbnails? Nee. Auch wie noch nie in meinem Leben. Nach ein paar Tagen war auch alles wieder ganz normal und ich habe mich wieder ganz normal gefühlt. So ungefähr 2 Wochen nach der Erfahrung habe ich dann nochmal einen Call mit Rudi gemacht und wir haben nochmal versucht, das Ganze einzuordnen. Wer ist das, Rudi, Digga? Völlig anderer Mensch. Was ich da erlebt habe und was ich daraus vielleicht mitziehen kann. Also ich glaube, so eine gewisse Nachbereitung von so einer Erfahrung ist schon wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das Ganze nochmal machen würde und ganz ehrlich... 5-mal die doppelte Dosis. Ich weiß es nicht, weil das war so eine intensive Erfahrung und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt schon bereit dafür war, weil es so verrückt war und so unbeschreiblich und ich habe ja schon echt eine Menge Sachen ausprobiert, aber das war wirklich so die Endstufe von dem, was möglich ist, glaube ich. Ich würde es auf jeden Fall keinem raten, der nicht schon wirklich viele Psychedelien... Meint ihr, Jungs, ich habe noch nie nicht mal Alkohol getrunken in meinem Leben. Sollte ich da vorne eine Überdosis nehmen, on-cam? ...Erfahrungen gemacht hat. Man sollte es auf gar keinen Fall irgendwie alleine machen. Also man braucht wirklich jemanden, der auf einen aufpasst, mit dem man das einordnen kann. Und ich habe eine Glock dabei. Weil ich glaube, sonst kann das wirklich ganz schön gruselig werden. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Ganze denkt, ob ihr euch das vorstellt. Scheiße! Seit wann war meine Aufnahme pausiert? Scheiße, meine Aufnahme war seit einer Weile pausiert. Ist egal, ich muss... Oh, scheiße, muss ich dran in das Stream richtig schneiden. Ich glaube, so von außen sieht es halt schon eher gruselig aus. Ich habe in diesem Video versucht, meine intensive Erfahrung irgendwie in Worte zu fassen, auch wenn das eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es auch Menschen gibt, die wirklich schrecklich... Sie müssen sich vorstellen, NordVPN hat das hier gesponsert. ...Erfahrungen mit 5-MeO-DMT gemacht haben. Also ich rate euch nicht, das nachzumachen. Man sollte wirklich vorsichtig damit sein. Ich werde sicher noch... Hört ihr auf meinen Rat oder auf den von Tomatlix? 1 für mich, 2, welches Stream beenden soll. ...eine Weile brauchen, das alles komplett zu verarbeiten. Und ich bin sehr gespannt.